Es ist eben der Versuch, auf Augenhöhe miteinander eine neue Gesellschaft aufzubauen, wo eben nicht mehr jetzt nur Arabisch gesprochen wird, oder es wird auch nicht versucht, jetzt einen neuen kurdischen Staat zu schaffen, in dem dann Araber oder christliche Assyrer oder so keinen Platz mehr hätten oder nur an zweiter Stelle stehen, sondern es wird eben hier versucht, ausgehend übrigens von den Ideen des seit 20 Jahren in der Türkei inhaftierten PKK-Vordenkers Abdullah Öcalan, eben eine demokratische Nation zu schaffen. Eine demokratische Nation unter Einbeziehung eben aller Nationalitäten, aller Religionsgruppen. Eine demokratische Nation, aber auch eben unter Einbeziehung, ja, von allen Geschlechtern, von Männern und Frauen, die eben auch hier quotiert in allen Gremien sind. Und das, was dort eben geschaffen wurde, ist ja nicht nur für viele Menschen im Mittleren Osten eigentlich eine Insel der Hoffnung in einem Meer aus Blutvergießen, aus Chaos, aus diktatorischen Regimen, sondern auch für ja, ganze Teile, auch linker, libertärer Aktivistinnen und Aktivisten, auch hier in Deutschland oder Europa, ist das eben eine Entwicklung, die viele auch hier inspiriert hat. Eine ganze Reihe Menschen sind ja auch inzwischen aufgebrochen, um sich selber an diesem Prozess in Nordsyrien in Rojava zu beteiligen. Einige mit der Waffe in der Hand im Kampf gegen den IS oder die türkischen Invasionstruppen. Eine ganze Reihe haben ihr Leben auch dort verloren. Andere aber auch, um zum Beispiel im Rahmen der Kampagne Make Rojava Green Again Bäume zu pflanzen in einer Region, die also über Jahrzehnte eigentlich hier abgeholzt und zur Wüste verwandelt wurde. Oder um dort als Journalistinnen und Journalisten zu arbeiten, als Ärzte. Oder auch sich alles einfach auch nur anzuschauen, Inspiration zu holen, um dann vielleicht auch hier in Deutschland damit mit dem neuen Wissen beizutragen, hier eine fortschrittliche, eine basisdemokratische Veränderung anzustoßen. Naja, und all das ist momentan, ja, es ist bedroht, muss man sagen. Die Entwicklung könnte jetzt zu einem Wendepunkt nämlich gelangen. Ich nenne hier drei Faktoren, die diesen Wendedruck ausstehen. Das eine ist die Ankündigung des amerikanischen